Boah, ist das kalt. Das ist das Erste, was ich gedacht habe. Das Zweite habe ich gedacht, heute machen wir Mercedes Review, also gibt es keine Mütze, wir wollen seriös wirken. So, also, was vergleichen wir? Ihr wisst ganz genau, hier ist mein C63S Coupé, hier ist meine C63S Limousine und das Coupé geht natürlich weg. Aber ich habe mir gedacht, wir nutzen die Chance und machen einen kurzen Vergleich, welches Auto ist besser und warum. Ja? Und wo sind die Unterschiede beim C63 zwischen der Limousine und des Coupés? Jetzt haben wir natürlich, optimal wäre zweimal gleich konfigurierte Fahrzeuge, haben wir aber nicht. Dementsprechend finde ich, dass von der Optik her, vom Design her, von der Konfiguration, von der Farbkombi, der Weiß eigentlich besser aussieht. Wenn der Coupé jetzt genauso wäre, andere Geschichte. Aber fangen wir erstmal an. Was sehen wir von vorne? Ja? Als allererstes finde ich, dass, oder finde ich nicht, das Fakt ist, das Coupé wirkt bulliger. Und woran liegt das? Ihr könnt ganz klar sehen, Kotflügel. Coupé-Kotflügel, schaut euch das an. Limousinen-Kotflügel. Ja, also ihr könnt sehen, das Coupé ist vorne, ich meine, ich glaube 2-3 cm, ich weiß nicht genau wie viel, aber auf jeden Fall ist es vorne breiter, ja, also breitere Achse, breite Kotflügel. Das gleiche hinten, schauen wir uns mal an. Also wir können sehen, das Coupé hat halt einen richtig geilen, fetten Arsch. Ja? Und ich finde, die Breite kann man so ein bisschen, also wie viel breiter der ist, als normales Coupé, als AMG oder als Limousine, kann man gut erkennen an Folgendem. Und zwar die Breite dieses ja, nicht vorhandenen Lüftungsgitters. Und zwar kann man sehen, von der Breite her ungefähr so. Und wenn wir uns das bei der Limousine mal das Gleiche anschauen, könnt ihr sehen, wie schmal das ist. Ja? Okay, dementsprechend könnt ihr auch sehen, dass die Limousine, der Arsch, ist eigentlich ist eine ganz normale C-Klasse. Absolut normale C-Klasse. Es ist nicht breiter, gar nichts, als eine normale C-Klasse. Das Coupé ist vorne breiter und auch hinten breiter als ein normales C-Klasse-Coupé. Ja? Das Einzige, was bei der Limousine beim C63 unterschiedlich ist oder der Optik unterschiedlich ist zwischen normalem und AMG, ist A, natürlich die Kotflügel, Abgasanlage, Stoßstange vorne, hinten, aber der Wagen ist vorne, glaube ich, auch 4 oder 5 cm länger. Ja, das heißt so, eine Haube oder ein Kotflügel von dem AMG würde nicht auf ein Nicht-AMG passen, weil das Fahrzeug vorne länger ist, damit der V8 auch reinpasst. So, das mal zuerst. Also das, boah, ich sehe dich ein bisschen, ich bin echt ein bisschen am Kränkeln, weil es ist eisekalt, der Lars so, wir haben ungefähr 2 Grad. So, das ist das Erste, was mir auffällt. Ja, also das Coupé ist auf jeden Fall bulliger. Des Weiteren wiegt ein Coupé mehr als eine Limousine. Wie viel mehr, sage ich euch nachher. Und warum und weshalb, das erkläre ich dann später, wenn ich das Coupé fahre. Ja? So, auf den ersten Anblick, noch was. Was mir auch aufgefallen ist. Ihr seht, beide Fahrzeuge sind komplett Serie. Beide Fahrzeuge auf 19 Zoll. Ja? Und man kann sehen, auf jeden Fall hinten, dass das Coupé höher ist. Schaut es euch an. Mal jetzt mal. Also ich würde sagen, 4 Finger passen. Ja, so. Ah, hier ist die Mitte. 4 Finger passen rein. Und hier passen nämlich keine 4 Finger rein. Seht ihr das? Vielleicht 3. Gar 3 Finger. Ne? Also optisch auf jeden Fall höher. Ist das Fahrzeug wirklich höher? Weiß ich nicht. Ist es nur jetzt quasi, sag ich mal, dass der Kotflügel ein bisschen kürzer ist als hier? Gute Frage. Natürlich, was noch? Die Türen, die Coupé-Tür, das ist eine Riesentür, ja, und die ist auch wirklich schwer, ja, das merkt man auch. Geil ist natürlich noch hier, wie früher beim 124er oder 190er, dieser Knöppel hier von der Tür, das ist schon seit, ich glaube, das ist seit 40 Jahren bei BMW so, ne, und die Tür bei der Limousine natürlich viel, viel kürzer. So, klar, wir haben ja 4 Türen. Ansonsten, von außen, wir können es euch jetzt nochmal kurz zeigen, also, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, nicht gleich konfiguriert. Wir haben hier nämlich die Komfortsitze drin. Aber was fällt uns als Erstes auf? Ja? Also, man sitzt erstmal im Coupé, Coupé-technisch viel tiefer. Ja? Und was man noch sieht, die Mittelkonsole, ja, ist relativ hoch. Das kann man hier sehen, im Unterschied zwischen Sitz und Mittelkonsolende. Ja? Man kann sehen, wie der Arm so liegt. Okay? Jetzt nochmal, hier sind nicht die Schalensitze drin.
wie in der Limousine. Das kann auch einen Grund haben, dass man dort höher sitzt. Aber ich glaube, im Generellen sieht das, es sieht zwar gleich aus, aber anders. Und wir setzen uns jetzt mal in die Limousine rein. Da schaut ihr mal, wie viel extrem höher man da drin sitzt. Ja? Als erstes kann man hier schon sofort sehen, seht ihr das? Wie klein der Abstand hier ist im Vergleich zum Coupé und wie viel höher der Arm ist. Ja? Also die ganze Mittelkonsole ist höher. Im Coupé würde ich sagen ungefähr so. Wenn ich jetzt mal den Winkel errechne von meiner Schulter, ungefähr so ein Stück höher. Ne? Alles, des Weiteren ist das alles so ein bisschen kompakter im Coupé. Ja? Also alles ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kleiner, aber es wirkt auf jeden Fall so. Ist es wirklich so? Ist eine gute Frage, aber es wirkt auf jeden Fall etwas kleiner. So, gehen wir mal zum Kofferraum. Also, gucken wir erstmal Kofferraum. Sensationell. Kofferraum von der Limousine. Ja, vielleicht kann man sehen. Ist relativ tief auch. Wobei ich jetzt auf den ersten Eindruck meinen würde, dass vom Coupé der Kofferraum größer ist. Schauen wir mal. Ne, ich würde sagen 1:1 gleich. Ne? Lars, was sagst du? Ich würde auch sagen, ziemlich gleich. Ne? Ansonsten, wie gesagt, das Coupé ist halt eine Erscheinung. Ne? Ich finde, das Coupé sieht breiter aus. Man kann wirklich sehen, der ist bulliger auch von vorne, wenn wir uns das anschauen. Mal Kofferraum kurz zumachen, Moment. Man kann wirklich sehen, das Coupé ist einfach viel, viel bulliger als die Limousine. Absolut. Ne? Ausstattungsmäßig, wie gesagt, von den Varianten ein bisschen anders, ein bisschen andere Ausstattung. Aber im Grunde genommen, du siehst ein Coupé, erkennst du sofort, oh, es ist ein 1063. Bei Limousine muss man genauer hinschauen. Und gleich geht's weiter mit Fahren. So, und dann vergleichen wir mal 100, 200. Wer ist schneller, Limousine oder Coupé? Ich weiß es jetzt schon. Und ich meine, die meisten, die sich damit auskennen und ein bisschen befasst haben, wissen, welches Auto schneller sein wird und warum. Und dann vergleichen wir den ganzen Innenraum nochmal besser beim Fahren. Das war's von mir. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sitzen im Coupé und ich habe den Fahrzeugschein in der Hand, denn ich wollte wissen, das Leergewicht von dem Auto sind 1800 Kilo, aber Strich heißt plus Zusatzausstattung. Das heißt Panoramadach ein schweres, dicke Sitze und was weiß ich nicht alles. Das heißt so, ich denke mal, das Auto wiegt 2 Tonnen. Aber wir können ja schon mal von der normalen Masse ausgehen, 1800 Kilo Leergewicht mit keiner Ausstattung drin. So, Limousine schauen wir später. Was mir noch aufgefallen ist, und zwar, was haben wir hier? U3. So, Fahrgeräusch 74 Dezibel, Standgeräusch 98 Dezibel. U1. 98 Dezibel Standgeräusch. Serie mit natürlich Performance-Abgasanlage. So, jetzt fahren wir los. Und was ist das erste? So, der Alex fährt hinter mir mit meiner Limousine, weil wir bringen jetzt das Coupé zurück nach Mercedes. Wir hatten eine tolle Zeit mit dem Auto, ich hatte eine tolle Zeit mit dem Auto. Das war, ja, meine Einführung zum 4 Liter Biturbo-Motor. Ich habe mein Navigationssystem immer auf Englisch. Das ist noch, ja, Gewohnheit aus Dubai-Zeiten. Dann bin ich zu dunkel, eigentlich nicht geht. Und ihr seht, ich habe immer noch keine Mütze auf, weil ich denke, heute Mercedes-Händler und so, ne, muss so fein aussehen. So, also was fällt mir als erstes auf? Was fällt mir als allererstes auf? Ja, und ich möchte jetzt nicht mein Auto mit dem Auto hier vergleichen. Sondern ich möchte Limousine mit Coupé vergleichen. Mein Auto zu dem heute vergleichen würde einfach nicht passen, weil es anders konfiguriert und anders ausgestattet wurde. Aber dazu kommen wir dann mal, wenn ich in meinem eigenen Auto sitze oder in meiner Limousine sitze, dann kann ich ein bisschen darauf eingehen, auf was ich auf meiner Limousine gut finde und was bei dem Auto meiner Meinung nach, also nicht meinen Wünschen entsprechend konfiguriert war, aber ich habe ja noch nicht konfiguriert. Ich habe Glück gehabt, dass ich überhaupt einen so schnell bekommen habe. Ja? Also was mir als allererstes auffällt, ist, dass man Coupé-typisch in dem Auto wirklich tief sitzt. Ja? Man sitzt viel tiefer als die Limousine. Das werden wir bei der Limousine nochmal nachhaken. Also was mir auffällt, ist A, dass die Mittelkonsole hier relativ hoch ist, ja, und der Sitz, mein Sitz ist immer sowieso komplett ganz unten, weil ich einen relativ langen Torso habe. Ich bin 1,80 groß, habe aber einen sehr langen Torso und sehr kurze Beine. Darum watsche ich auch wie so eine Ente, sagen meine lieben Mitarbeiter immer.
weil ich immer so bap, 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 bap. Dementsprechend ist mein Torsat lang und ich muss den Sitz immer komplett runterstellen. Jetzt hat natürlich dieser C63 Coupé oder C63S Coupé nicht die Schalensitze, sondern die Vollleder-Nappa-Sitze. Ja, Komfortsitze, die auch wirklich sehr bequem sind. Auch vom Seitenhalt her, muss ich sagen, ist das in Ordnung für so einen Sitz und auch auf jeden Fall für lange Strecken geeignet. Denn ich bin mit dem Auto jetzt in 9 Monaten oder sowas bin ich gefahren. Ja, 10.244 Kilometer. Also doch schon viel 102 haben wir hier durchgeblasen. Das auf jeden Fall. Was Leute auch oft sagen, ist, dass das Coupé lauter sein soll als die Limousine. Das kommt mir nicht so vor. Darauf gehe ich aber noch weiter ein, wenn ich in der Limousine sitze. Abgasanlage, ey, jetzt mal auf optimal soll ich auf individual gehen. Ich fahre sowieso immer mit geöffneter Klappe. Ja? Das bollert, das knallt, das scheppert. Wir haben es ja gesehen, 74 Dezibel sollen das sein beim Fahren, aber mit geschlossener Klappe, denke ich mal. Und im Stand 98 Dezibel. 74 Dezibel mit offener Klappe auf gar keinen Fall. Also es muss lauter sein. Und hört euch das mal an. Das ist schon... Also vom Klang her schon sehr, sehr geil. Jetzt müssen wir kurz noch ein bisschen auf Temperatur warten, dass wir auch mal richtig Kette geben können mit dem Auto. Weil wir ja hoffentlich 100-200 messen können. Ich wollte eigentlich schon viel früher unterwegs sein, allerdings hat das nicht geklappt, weil ich will nicht sagen, mir noch ein Kunde dazwischen gekommen ist, aber doch wir noch Kundschaft bekommen haben. Dementsprechend musste ich oder wollte ich das Auto erstmal fertig machen. Auch übrigens ein ganz schicker 435 XI Grand Coupé. Dementsprechend sind wir jetzt ein bisschen spät dran. Also das ist, was mir auffällt. Mir fällt auch auf, dass das Coupé relativ, ja, ich will nicht sagen schwerfüßig sich anfühlt, aber ich finde, es ist, also du merkst, dass das Auto 1,8 Tonnen wiegt. Und wie gesagt, der wiegt wahrscheinlich noch einen Ticken mehr, dadurch, dass der halt wirklich auch alles in Ausstattung hat, was du dir vorstellen kannst. Die schweren Sitze mit Memory-Funktion, voll elektrisch, Panoramadach. Und. Also dementsprechend ausstattungsmäßig ist hier wirklich viel drin und du merkst ihm das an. Das finde ich. Also du merkst ihm das an. Und das ist schon wie so ein German Muscle Car. Auf jeden Fall. Also es fühlt sich wirklich an wie ein, ja, es ist ein dicker V8 Biturbo in einer relativ kleinen Karosse. Und also das merkt man schon. Das Auto fühlt sich schnell. Es fühlt sich zum Beispiel nicht im Vergleich jetzt. Sorry, Mercedes. Im Vergleich jetzt zu einem M4 fühlt er sich wirklich schwergängig an. Also das merkt man schon, der ist nicht ganz so agil, aber hat natürlich unglaublichen Bums, wenn man auf gerader Strecke reinlässt. Ne? Ich meine auch, ein M4 wäre auf der Strecke auch schneller, auf der Rundstrecke. Allerdings ist der durch eine Beschleunigung, ja, hat der natürlich viel mehr Bums. Ne? Das ist so ein bisschen Charaktersache. Aber das ist, was mir auffällt, ja, bei dem Coupé. Natürlich, du guckst in den Rückspiegel und du siehst die weit ausgestellten Kotflügel. Vorne sowieso, das sagte ich ja, auch auf der Haube haben wir zwei so kleine Rutzen. Also man sieht schon, ey, das ist ein AMG. Das sieht man auf jeden Fall. Bei der Limousine von außen habe ich ja gesagt, man muss da, glaube ich, zweimal dreimal hinschauen. Man muss genau hinschauen. Keller sofort, aber ich glaube, ein Laie erkennt das nicht sofort als AMG. Ja, ich würde ja sagen, man muss schon ein bisschen Keller sein. Beim Coupé, das Coupé sieht man und man denkt, ey, das ist ein AMG auf jeden Fall. Jetzt gehen wir kurz auf individuelle Industrie. Man hört, dass der Klang, das knallt auch richtig schön. Hört ihr das? Also für Serienabgasanlage, also Performance, das ist schon krass, finde ich. Natürlich nicht.
5,7 Sekunden, 100, 200. Das ist vom Klang her geil, aber hör dich mal an. Also das schiebt schon, ne? Aber nach Zahlen relativ langsam. 8,7, 100, 200 ist nicht wirklich sehr schnell, wenn man überlegt. 100, 200, 8,7, 100, 150, 3,4. Also das ist wirklich nicht schnell und es war eine relativ gerade Strecke hier. Wir wollen hier immer faire Vergleiche machen. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Limousine auf jeden Fall schneller ist. So, ich denke, das war es jetzt erstmal vom Coupé. Weitermachen wir in der Limousine und dann erkläre ich euch in der Limousine mal, wie der Eindruck für mich ist an dem Auto. Und im Vergleich halt Limo zu Coupé und auch im Vergleich zu meiner Konfiguration zu dem Fahrzeug hier. Ansonsten muss ich wirklich sagen, 1060S Coupé ist ein geiles Auto, sieht wirklich bullig aus, ist breit, speziell wenn das Ding tiefer ist mit dicken Rädern drauf. Also es war auf jeden Fall wirklich ein Hingucker. Ich habe, ich glaube fast noch nie, außer mit dem Mustang, in einem Auto so viel Thumbs up bekommen wie in dem hier. Wirklich, Leute fahren, wo ist ein Ding neben mir gefahren, wo die Räder noch drauf waren, Daumen hoch. Also das Auto ist wirklich, der sieht und sah wirklich edel aus, gerade auch mit dieser Konfiguration hier. Ne? Zenit-Grau, kein Shadowline oder kein Night-Paket, Shadowline, alte BMW, kein Night-Paket, das sah wirklich sehr, sehr edel aus. Dementsprechend wirklich fanden den Wagen sehr, sehr viel schön. Wir haben auf dem Auto hier das SMN 55T Schmiederad vorgestellt. Das Video blendet der Lars hier irgendwo oben ein. Und ich hatte einfach eine geile Zeit damit. Ich hatte eine geile Zeit damit und ich fand das Coupé immer besser als die Limousine, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe mich wirklich auf meine Limousine gefreut, weil der wirklich so ist, wie ich den konfiguriert habe, wie ich den bestellt habe. Es ist einfach geil. Jeder, der bis jetzt ein neues Auto konfiguriert hat und gekauft und bestellt hat, der weiß, wie das ist, wenn man das konfiguriert, man setzt die Häkchen und da kriegt man das Auto tatsächlich so, wie man ihn hatte oder wie man ihn bestellt hat. Wobei ich, wie gesagt, ein, zwei Sachen bestellt habe, vergessen habe beim Bestellen, das ist eine andere Geschichte. So, das war's von mir. 1060 ist S Coupé. Wir sagen Goodbye und danke für deine Dienste. Der Wagen sieht aus wie geleckt, wie neu, innen und außen. Ja, so behandle ich meine Fahrzeuge und ja, weiter geht's. Im Coupé. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich zwei Teile aus dem Video machen, weil sonst wird es zu lang. Und da würde ich sagen, subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.